Schalkes Test gegen den FC Zürich im Trainingslager Belek brauchte keine lange Zeit, um sich einzugewöhnen. Es ging sofort ruckzuck nach vorne. Prima Angriff über Brunner und Polter. Und das darf natürlich in der vierten Minute gerne auch mal die Führung sein. Nur 3 Minuten später der nächste zügig nach vorne getragene Angriff über Drexler. Wieder auf Polter und dann kommt er ein bisschen zu nah an den Keeper ran. Will den Ball in die Mitte bringen. Auch die Chance vertan. Schalke klar überlegen. Ließ aus dem Spiel heraus nichts zu. Dann aber dieser Freistoß. Ach du Jemine, Katic so frei. Alexander Schwolo beschwert sich. Auch Yoshida guckt einigermaßen entgeistert. Wie geht das denn? Aber ansonsten, wie gesagt, aus dem Spiel heraus kein einziger Abschluss für den FC Zürich, der amtierende Schweizer Meister auf Platz 10. Das ist der letzte in der Tabelle. Dann Sebastian Polter getroffen. Lange behandelt, kam nochmal wieder, versucht es nochmal. Sidi Sané setzt hier Karaman ein, der prima vorbei am Verteidiger, aber nicht am Torwart. Und deshalb bleibt es weiter beim 0:0. Kenan Karaman übernahm dann die Position in der Mitte im Sturm für Sebastian Polter. Der saß da gerade auf dem Hosenboden. Es ging nicht weiter, für ihn kam dann Andreas Ivan und ging auf die Außenposition. Die andere Seite war Sidi Sané. Sané auf Ivan, gleich richtig drin im Spiel. 19. Minute, seine erste Chance. Klares Plus also an Chancen für den S04, aber wir nutzen nicht. Und dann wieder so eine Standardsituation. Und wieder ist der gleiche Mann so frei. Katic, und diesmal trifft er, der Innenverteidiger, sogar mit dem Fuß. Natürlich nicht der Hauch einer Chance für Alexander Schwolo. Und Zürich führt mit 1:0 nach 25 Minuten. Sané verlängert prima für Karaman. Und der kommt da zwischen Torwart und Verteidiger so noch an den Ball. Aber spitzelt den leider vorbei. 27 Minuten waren da rum. Letzte Chance im ersten Durchgang für Sidi Sané. Der Steilpass von Yoshida kam dann nicht an. Zweiter Durchgang. Alle gewechselt, bis auf einen, bis auf Andreas Ivan, der ja schon vorzeitig kommen musste für Sebastian Polter. Seine Flanke auf Simon Terodde. Nach 3 Minuten schon gleich die erste gute Chance für den Goalgetter des S04. Und hinten kommt dann auch Marius Bülter nicht mehr dran. Alle anderen und Feldspieler und der Keeper getauscht. Also statt Schwolo jetzt Michi Langer im Tor. Und Bülter mit der Flanke in Richtung Kosuki. Kosuki im zweiten und Tor. 52. Viertes Testspiel. Das erste als Profi, aber er trifft genauso wie in den Dreien zuvor. Von Mohr prallt der Ball zu Soichiro Kosuki. 1:1. 4 Testspiele, 4 Tore. Das lässt sich doch gut an. Nächster Angriff. Mollet. Terodde lässt es passieren für Aydin, weil der die Flanke butterweich bringt. Nach 5 Minuten aus dem 0:1 und 2:1 gemacht. Simon Terodde, der Einzige, der neben Kosuki mehr als einmal getroffen hat in dieser Vorbereitung bisher. Noch war ja ein bisschen Zeit und die eine oder andere Chance würden sich wohl noch erarbeiten. Terodde für Bülter. Dann legt Latzer auf Mohr. Nächste Chance, Terodde, aber da ist Kostadinovic. Die Nummer 2 bei Zürich trägt die 1 und hat sie aber gemacht wie ein Stammkeeper. Guter Ball für Aydin. Schwierig, den so zu bringen. Schafft er aber. Bülter trifft ihn nicht richtig. Auch im zweiten Durchgang. Klares Chancenplus beim S04. Und dann dieses böse Foul von Shay Condé, der sich vorher selbst ein paar Mal gefoult fühlte. Und dann Aydin hier so abrollt. Eigentlich eine rote Karte. Riesenaufregung auch zwischen den beiden Bänken. Der Freistoß dann auf dem Kopf von Terodde gelandet. Aber leider nicht im Tor. Hier nicht gedrückt und nicht platziert. Da waren 86 Minuten rum und dann wurde es doch nichts mit dem Sieg. 88. Aydin zu stürmisch gegen Tosin. Da musst du natürlich Elfmeter geben und den lässt sich Okita nicht entgehen. 2:2 beim Test gegen den FC Zürich. Hätten gerne gewonnen. Ärgerlich, dass das Gegentor zum Schluss, was sicherlich vermeidbar war, am Rückstand gedreht. Hätten gerne den Sieg mitgenommen. Leider am Ende 2:2, aber weiter geht's. Zumal wir uns in der zweiten Halbzeit ja auch noch gute Chancen erarbeitet haben. Ja, hätten sicherlich auch das 3:1 nachlegen können.
Aber insgesamt, was ich so beurteilen kann in der zweiten Halbzeit, haben wir eine gute Aggressivität auf den Platz bekommen. Haben sie zu vielen langen Bällen gezwungen, immer wieder selber auch was kreiert, gerade auch über außen. Für mich persönlich hat es Spaß gemacht und das macht Mut für die kommenden Aufgaben. Was überwiegt mehr? Der Ärger darüber, dass wir am Ende noch den Ausgleich bekommen haben, oder die Freude über die doch auch gute Halbzeitleistung, vor allem in der zweiten Halbzeit? Also schwierig zu sagen, weil mich ärgert natürlich, wenn man nicht gewinnt. Das ärgert mich am meisten, weil ich finde, dass die Mannschaft heute in beiden Halbzeiten ein gutes Spiel gezeigt hat, dass wir viele Torchancen kreiert haben in beiden Halbzeiten. Wir haben auch gesehen, dass wir Standards sehr, sehr schlecht verteidigt haben. Und das ist natürlich dann sehr, sehr ärgerlich, dass man so ein Spiel, was man auch viele Torchancen kreiert hat, dass man das nicht nach Hause fährt. Und ja, es tut mir so ein bisschen leid für die Mannschaft, aber man musste die auch an die eigene Nase packen. Aber ich habe viele Dinge gesehen, die wir im Training umgesetzt haben. Und das stimmt mich eigentlich auch positiv, aber das Ergebnis natürlich überhaupt nicht. Das war eine engagierte Leistung der Mannschaft, das trotz der Trainingsstrapazen der letzten Tage. Simon hat gerade noch gesagt, gestern die zwei Einheiten waren hart, am Ende fehlte ein bisschen die Kraft, aber man hat gemerkt, die Mannschaft war willig. Ja, das ist ja, das wird auch das Entscheidende sein. Ich habe gesagt, im Endeffekt wirst du gegen sehr viele Widerstände ankämpfen müssen. Ja, wir müssen einen Punkt aufholen, wir müssen schauen, dass wir möglichst den Abstand nicht größer werden lassen für die Mannschaften, die erreichbar für uns sind. Und da bedeutet es halt auch mal, dass ich meinen inneren Schweinehund überwinden muss. Und wir sind hier nicht zum Urlaub machen, sondern zum Trainieren. Und dass die Müdigkeit da ist, das ist verständlich. Trotzdem sage ich, hat alles seine Vorteile. Wenn man müde ist, muss man als Mannschaft noch mehr zusammenarbeiten, noch mehr funktionieren. Und ich finde, dass die Mannschaft in beide Richtungen alles versucht hat. Natürlich haben wir Fehler gemacht, die wir dringend abstellen müssen, gerade was Standard anbelangt. Und im Normalfall, wir haben so viele Torchancen kreiert und du musst ja, sage ich mal arrogant gesagt, musst du mit 3-4 Toren Unterschied das Spiel gewinnen. Haben wir nicht, deswegen bin ich unzufrieden. Aber trotzdem die Art und Weise, wie die Mannschaft trotz Müdigkeit funktioniert hat, das stimmt mich definitiv positiv.